Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil meiner kleinen Reihe Stranded Deep. Ich habe mir dieses Flugzeug nochmal angeschaut und habe festgestellt, keines der Teile, die dort fehlen, habe ich am Start. Ich hoffe, dass ich die fehlenden Teile während meiner Loot-Touren rein zufällig finde. Das wäre natürlich klasse. Damit ich mich voll auf die Suche konzentrieren kann, muss ich erstmal diese Insel ausbauen. Das bedeutet, ich werde mir eine Art Stützpunkt hier errichten oder ein Basislager. Hier wird Nahrung und Wasser auf mich warten, ohne dass ich dafür viel tun muss. Aber um das alles zu haben, muss ich jetzt erstmal was tun. Ab zum Strand, da warten ein paar Sachen auf mich. Jetzt stelle ich die Vogelfallen auf. Vielleicht direkt hier vorne eine hin. Eine da. Die andere stelle ich direkt hier vorne hin. So. Bei den Vogelfallen muss man nichts machen. Man muss einfach nur warten, bis eventuell eine Möwe drin sitzt. Und dann kann man sich eine leckere Möwe brutzeln. Hier sind auf jeden Fall welche rumgeflogen. Ich hoffe, es lohnt sich. Dann werde ich die Fischfallen hier weglegen. Oder platzieren. Werd ruhig ein bisschen tiefer gehen, denn da sind größere Fische. Oh. Nein. Was war das? Was war das? Ja, dieser Fisch da wahrscheinlich. Okay. Fischfalle ist scharf. Hier habe ich übrigens noch Leben gesehen. Den nehme ich doch gleich mit. Ist sogar ganz wichtig. Brauche ich sogar. Von daher gut, dass ich den gefunden habe. Mitgenommen. Wie viele sind denn drin? 3, 4, 5. Fünf Stück, okay. Die nehme ich doch erstmal mit. Hole gleich noch meine zweite Fischfalle. Werde die auch noch auslegen. Ja, da muss ich mich gleich auch noch... Oh, Tag 7 überlebt. Wunderbar. Damit das so bleibt, muss ich natürlich so schnell wie möglich mir ein Gegengift herstellen. Denn der Kollege hier, der Löwenfisch... Der hat mich vergiftet. Aber zum Glück habe ich alles hier und kann mir das sehr schnell herstellen. Kostet mich natürlich ein Seil, was ich eigentlich gar nicht mehr über habe. Ist schon alles verplant. Ich muss auf jeden Fall der Lehm hin. Na gut. Sei es wie es wolle. Jetzt baue ich hier vorne die ersten Fundamente für meine Hütte. Und zwar setze ich die hier vorne an. Hier vorne an dem Fundament etwa wird wahrscheinlich mal eine Tür sein. Ja, direkt hier. Das Fundament werde ich auf jeden Fall noch ins Wasser verlängern. Mache ich auch ganz gerne. Sieht auch ganz hübsch aus, denke ich. So einer kleinen Terrasse hier hinten kann man sich halt hinsetzen und genießen. Hier habe ich drei verschiedene Arten von Pflanzbeeten mit drei verschiedenen Ressourcen, versteht sich. Ich werde jetzt hier erstmal die gewählten Bleche nehmen, um diese Pflanzbeete zu basteln. Um diese Pflanzbeete bauen zu können, braucht man diese Hacke hier. Die hatte ich mir letzte Nacht schon zwischendurch gebastelt. Die nehmen wir jetzt mit und hier vorne
kommen jetzt die Pflanzbeete hin. Ja, mal schauen, wo. Ja, vielleicht erstmal hier eins. Direkt daneben noch ein zweites. Hier vielleicht noch eins. Hier noch eins. Hier hätte ich noch ein schönes Plätzchen. Ich konnte mir also erstmal 6 Beete basteln und die werde ich jetzt bestücken. Erstmal mit Kartoffeln und dann mit Yucca. Natürlich muss ich die auch bewässern. Das bedeutet, ich muss noch was bauen. Und zwar einen Gerbstuhl. Aus dem restlichen Leder mache ich auch noch, ja, Lederstreifen. Ich brauche Holz. Noch schnell Holz schlagen. Und nun stelle ich mir ein paar Flaschen her. Wasserbeutel. Ganze 4 sind es geworden und die kann ich jetzt hier auffüllen an meinem Wasserdestillierer. 3 Einheiten pro Beutel. Den lege ich dahin. Die beiden sind noch leer. Und diese Beutel brauche ich, um meine Beete zu gießen. Und das erste kleine Unwetterchen. Jetzt sollte man definitiv nicht auf hoher See sein. Aber hier am Strand kann uns erstmal nichts passieren. Wir werden nur ein bisschen nass. Oh mein Gott! Hier, man sieht's, die sind verdorben. Aber wenn man die anbaut, ist das kein Problem. Pro Pflanzbeet eine Kartoffel. Das wäre geschafft. Mal sehen, ob der Regen etwas bringt für die Beete. Hopp, hopp, noch ein bisschen Holz geschlagen, beziehungsweise alles. Und zwar werde ich hier vorne weiterarbeiten. Ah, ist schon wieder 18 Uhr. Das heißt, das Licht geht aus. So ein gewisses Feeling irgendwie, dieses schlechte Wetter. Den Blitz und Donner der Szenerie hier. Dann stehe ich hier am Strand und bastel aus Holz irgendwelche Fundamente. Scheint sich auch erstmal nicht zu beruhigen. Oder jetzt, wo ich sage, wird es irgendwie weniger. Jedenfalls ist der Sturm nicht mehr zu hören. Lediglich ein paar Regentropfen küssen den tropischen Boden. Damit hätte ich erstmal ein Fundament für meine Hütte. Was mir jetzt noch fehlt, ist Holz, Holz, Holz und Schnüre. Ich möchte natürlich noch ein paar mehr Pflanzbeete hier aufstellen, als nächstes mit Yucca, damit ich da ein bisschen unabhängiger bin. Ich habe hier etliche Yucca-Pflanzen eingesammelt und die werde ich hier kultivieren und kann mir dann alle paar Tage die fasrigen Blätter einsammeln. Aber ja, der Regen hat was gebracht. Kann ruhig öfter regnen. Ist gut fürs Gärtnern. Es ist ja noch nicht so spät. Und ob ich jetzt nur auf der anderen Insel übernachte oder hier, spielt ja keine Rolle. Aber ich brauche Holz und fasrige Blätter. Erstmal einen kleinen Snack. Dann hole ich mir hier aus dem Container 2 Signalpistolen, ein Messer. Nehme die Spitzhacke hier noch mit und die Laterne. Die linke Insel scheint nicht weit weg zu sein und da fahre ich jetzt hin und hole mir meine Ressourcen. Ich schätze noch 1 bis 2 Tage, dann kann ich mir einen Außenbordmotor bauen. Denn dann habe ich Benzin. Die Kartoffeln müssen ja noch wachsen
Aber dann kann ich hier schneller hin und her fahren. Ich werde die Insel auf jeden Fall kahl schlagen. Als allererstes jedoch hier vorne das Schwein. Leder und Fleisch. Komm mal her, Kollege. Attacke! Nicht weglaufen. Hier ist noch ein kleines Schweinchen. Komm her. Kommt her. Habt euch nicht so. Oh mein Gott, die Schlange auch noch. Weg, 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 weg. Nicht mit Ruhm bekleckert hier. Oh, ich muss aufpassen. Ja. Auf den letzten Meter. Zum Glück greift mich das kleine Schweinchen dann nicht an. Ich war schon ein bisschen fleißig auf der Insel hier. Allerdings ist es zu spät und ich denke mir, kleine Mütze Schlaf könnte nicht schaden. Was zum Teufel? Ich hoffe, das kann ich ausschlafen. Gute Nacht. Weiter geht's an der Baustelle. Hier fehlen ja noch ein paar Wände, beziehungsweise eigentlich nur noch eine. Und noch ein zweiter Türbogen. Ja, so ist besser. Tada. Da muss ich gleich noch das Dach zaubern. Das wird ein Akt. Nein, nein, nein. Nein, nein.